möchte euch alle herzlich willkommen heißen. Guten Morgen für die, die jetzt live sind. Guten Abend für die, die heute Abend anschauen. Gute Nacht für die, die heute Nacht ist es anschauen. Vielleicht heute Morgen möchte ich einen Moment kurz von meinem Zeugnis erzählen für die Leute, die mich nicht kennen. Ich bin vor viele, viele Jahren in Straßburg geboren, am 2. Februar. Und das ist so eine Ausnahme gewesen, als ich geboren wurde, ist, dieser Tag war minus 28 Grad. Ich bin geboren in eine gläubige Familie. Sehr gesetzlich, aber sehr fromm, sehr gläubig und von Kind auf ist immer gebetet und von Gott gesprochen, von Gott und gebetet. Und meine Eltern, meine Oma und es waren alle, ja, die ganze Familie war gläubig. Und das ist normal, als kleines Kind ist man gläubig. Und ich war als kleines Kind sehr gläubig und Gott war für mich alles. Aber es waren zwei Sachen. Einmal war ich gläubig und einmal war etwas in mir drin, das wollte leben. Und in der Situation in dieser Kirche, wie immer traditioneller geworden ist, bis es sogar noch zu Sekte gegangen ist, war kein Leben drin. Es war immer so ein Gott, du darfst das machen, du darfst das nicht machen. Und ich als Kind, ich war das Gegenteil von einem Traumkind, christliches Traumkind. Ich habe angestellt, was es anstelle gab. Und immer dieser Spruch von meiner Mama, das vergesse ich nie immer, Gott sieht alles. Gott sieht alles. Alles, was du falsch machst, wenn wir es nicht sehen, Gott sieht es. Und dann, ich weiß noch, ich war vielleicht so 5, 6 Jahre alt und ich habe so kleine Schwester gehabt und es war so ein bisschen wie alle kleinen Schwestern, so ein bisschen Nervensäge. Und dann hat es mich einen Tag auch so genervt, aber man war unter dem Tisch. Und dann habe ich sie richtig gezwickt. Dann hat sie geschrien. Und dann kommt meine Mama und sagt, Gott sieht sogar unter den Tisch. Und das war für mich als Kind, was ist Gott? Ein Wesen mit einem großen Auge auf der Stirn. Das sieht alles. Und das ist so vielleicht ein Bild, das man gehabt hat, von was man darf oder nicht darf. Und trotz allem ist diese Ehrfurcht vor Gott. Und gleichzeitig diese Angst, immer so eingeprägt worden, wenn du sündigst, wenn du das und das machst und der Herr kommt wieder, bist du nicht vorbei und deine Eltern sind im Himmel und du bist ganz allein auf der Erde und so schrecklich. Und so bin ich aufgezogen worden in dieser Situation drin. Und es gab eine Zeit, wo ich nicht mehr wollte, bis sich alles rebelliert hat, wo dann die Teenie-Zeit, die Jugendzeit kam. Und zu meiner Zeit in meiner Kirche war es von Männern so, Pflicht, so kurze Haare zu haben. Das war diese Zeit der Hippie. Und wir als Christen mussten ganz kurze Haare haben. Und so, das war ein Zeichen der Rebellion. Und trotzdem bin ich dann 17, 18 bin und dann habe ich beschlossen, gegen meinen Vater gesagt, ich werde mir nicht mehr die Haare schneiden lassen. Und dann tatsächlich mit 19 Jahren, ich habe noch ein paar Bilder, habe ich die Haare bis da unten gehabt. Und bin in dieser Rebellionzeit gewesen. Und trotzdem immer noch so ein Stück dieser Gott in mir drin. Und so habe ich so jahrelang ein Doppeltleben geführt. Und dann habe ich geheiratet und ich bekam ein Kind. Und ich weiß nicht warum, aber ich bin, glaube ich, geboren worden als Rebell. Und mein ganzes Leben war Rebellion, Rebell. Ich konnte einfach nicht akzeptieren, dass jemand in meinem Leben sagt, du musst das und das machen. Ich war mit 16 Jahren schon Beamter. Mein Papa ist Beamter, mein Großvater ist Beamter, mein Bruder ist Beamter. Und alle Beamte und mit 16 Jahren war ich Beamter. Und ich war der Stolz von meiner Mama auf meinen Papa. Ja, ich wurde Beamter. Und ich habe es fertiggebracht, mit 16,5 Jahren als Beamter gekündigt zu werden, rausgeschmissen. Und dann fing meine Karriere an und ich wurde überall, wo ich gearbeitet habe, rausgeschmissen. Ich war einfach der Rebell. Und dann gab es nur eine Möglichkeit, um nicht mehr rausgeschmissen zu werden, ist sich selbstständig machen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und da war ich erfolgreich. Ein Rebell, selbstständig, das passt relativ zusammen. Und wenn du Idee hast, bist du fähig, gegen alles zu gehen. Wenn ich überzeugt war von etwas, bin ich durchgegangen. Ich weiß noch, mein letztes Chef, wie ich gehabt habe, wo mich rausgeschmissen haben, dann habe ich gesagt, das müssen Sie sich gar nicht so aufblasen, Chef. Ich habe schon mehr Arbeitsgeber gehabt, als Sie Arbeiter haben. Und es hat total gestimmt. Und dann habe ich angefangen, ja, Business zu machen. Und da bin ich so reingerutscht, auch durch dieses Business. So, Kirche war langweilig, Kirche war gesetzlich.
Und dann fing ich an, so Bücher zu lesen über positives Denken, über Hypnose und bin dann total in das Okkulte reingerutscht. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe da sehr erfolgreich. Und ich war 22 Jahre und habe meine erste Firma aufgehabt. Und mit 25 habe ich fast 30 Mitarbeiter gehabt. Dann habe ich drei, vier andere Firmen aufgemacht und habe das unter Franchising laufen lassen. Und ich war sehr erfolgreich und ich habe vieles daran erlebt, dass Fußballmannschaft unter meinem Trikot gespielt haben und die Presse hat darüber geredet, über diesen Erfolg. Ja, und habe auch viel Geld verdient. Und ich hatte eine Vision, ein Ziel. Und mein Ziel war, mit 30 Jahren genug meine Firma zu verkaufen, genug Geld zu haben, um niemals mehr arbeiten zu müssen. Das war das Ziel meines Lebens und dann nach Südfrankreich gehen und dort ein Haus kaufen, ein Haus bauen und da unten einfach sich leben lassen. So, ach, ja, mein Traum war so ein Playboy zu sein und da unten zu leben, niemals mehr arbeiten zu müssen. Und mit 29 war ich ganz nah dran. Mit 29 habe ich so ein Angebot bekommen, wie jemand meine Firmen kaufen möchte. Und dann hat noch so 510% gefehlt vom Geld, wie ich wollte. Und da die Verhandlungen sind dann stehen geblieben. Und gesagt, okay, dann arbeite ich noch ein halbes Jahr oder ein Jahr weiter. Und bis ich das Geld habe, bis dieses Kapital groß genug ist und dann ist es vorbei. Und so schnell wie das aufgebaut wurde, hat es das abgebaut. Es kamen dann die Zeitungen, Prozesse und andere Sachen. Und es war gerade schlechte Zeit. Und ich weiß, noch ein paar Monate später bin ich bei meinem Anwalt gewesen. Und da sagte Herr Fei, es wird gefährlich für Sie. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Nehmen Sie, was Sie haben, gehen Sie ins Ausland, weil das Risiko ist da, dass Sie ins Gefängnis bekommen. Und das war für mich so dieser Schock. Gefängnis und ich, wir passen gar nicht zusammen. Und ich habe dann schnell alles verkauft, was ich verkaufen konnte, und bin auf die Flucht gegangen nach Deutschland. Ich hatte zwei Möglichkeiten, entweder Spanien, Kanarische Insel oder Deutschland. Und da ich schon ein bisschen Deutsch gesprochen habe, bin ich halt nach Deutschland gegangen und habe hier wieder angefangen, ein Geschäft aufzumachen. Und das, ja. Und hat einen Anwalt in Deutschland, einen Anwalt in Frankreich. Und die haben gesagt, für diese Business-Probleme, die sie haben, können sie nicht ausgeliefert werden. Es gibt kein Gesetz und sie können in Deutschland ja, ruhig leben. Nur empfehle ich sie, nicht mehr nach Frankreich zu gehen, weil da können Sachen gegen sie laufen und sind sie in Gefahr. Okay, habe ich auch gemacht und habe die Anwälte auch gut bezahlt. Habe dann mein Geschäft wieder angefangen in Deutschland und gleichzeitig parallel meine okkulte Karriere. Und ich habe dann diese Sachen angefangen und einen Tag kamen zwei Leute von der Kripo, haben sich zuerst anders angemeldet und sie haben gesagt, es gibt einen Haftbefehl gegen sie. Und sie haben mich abgeholt. Ich bin zum Richter gekommen. Und ich habe meiner Frau noch gesagt, das ist kein Problem. Ich habe meinen Anwalt, wenn etwas so wäre, ich rufe ihn an und 2 Stunden später bin ich wieder frei. Die 2 Stunden sind sehr, sehr lange Stunden geworden. Und ich möchte sagen, die sind 9 Monate geworden. Und ich war 9 Monate im Gefängnis drin. Und es war der Schock des Lebens. Ich als Geschäftsmann, wie ich so viele Arbeitsplätze gegründet habe. Ich hatte sogar schon eine Spende gegeben im Rote Kreuz. Und dann bin ich jetzt da im Gefängnis. Ich weiß noch, mein erster Tag, meine Zelle. 4 Kloschar, wie man sagt bei uns. Und ich in diese Zelle drinnen. Es war eine schreckliche Sache. Und ich habe gesagt, da passe ich nicht rein. Und mein erster Gedanke und mein erstes Gebet seit langem war wieder, lieber Gott, du bist ein Gott, wie gerecht ich. Und ich bin nicht, ich bin da, es ist ungerecht, hol mich raus. Und nach 2 Tagen hat es noch nicht gewirkt, dann habe ich nochmal mit ihm gesprochen und gesagt, lieber Gott, hol mich raus. Wenn du mich nicht rausholst, dann bin ich Atheist und ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Es ist vorbei. Und tatsächlich habe ich dann mich als Atheist erklärt, Gott lässt dich nicht erpressen und habe überall erzählt, am Gefängnis drin und habe Christen ausgelacht, weil am Gefängnis gibt es Christen und gesagt, es gibt keinen Gott. Du bist selbst Gott. Und ich habe diese Lehre gehabt. Und dann habe ich beschlossen, ich bleibe nicht im Gefängnis drin, ich werde ausbrechen oder sterben. Aber ich bin nicht gemacht für in einem Gefängnis zu bleiben. Und dann habe ich Pläne rausgeschmuggelt,
zu meiner Frau und habe ihr gesagt: Hör zu, ich möchte, dass dieser Tag mein Auto an diesen Ort stellst, die Schlüssel, die Papiere, Geld unter den Sitz machst. Und dann werde ich ausbrechen und werde ins Ausland gehen, werde ein neues Leben anfangen. Ich werde mir Waffe besorgen, ich werde neue Papiere haben, da wirst du nachkommen mit dem Kind. Und als meine Frau diesen Brief bekommen hat, das war für sie so viel. Und sie sagt, sie kann nicht mehr, sie ist schon einmal geflohen von Frankreich nach Deutschland. Ich muss einfach, ich kann das nicht mehr. Und dann hat sie sich erinnert, wie sie so 14 Jahre alt war, hatte sie sich mal bekehrt zu Jesus auf Evangelisation. Und dann hat man sich erinnert, Jesus, du hast zu dieser Zeit mir geholfen, meiner Mama geholfen, so. Und ich fing an zu beten. Und sie sagte, Jesus, ich möchte, dass du mit meinem Mann redest. Du weißt doch, ich habe keine Chance. Wenn er etwas im Kopf hat, gibt er nie nach. Das will er machen. Ich kann nicht mit. Ich kann nicht mitgehen. Rede du mit ihm. Und dann ein paar Tage später, ich war in meiner Gefängniszelle und habe später in einem anderen Gefängnis, habe ich so Einzelzelle gehabt und war in meinem Gefängnis drin am Abend mit den Plänen zum Ausbrechen. Und dann kam dieser Jesus. Und er hat nicht die Tür aufgeschlossen, da kam er von dem Raum hinein. Und wisst ihr, was so stark war? Ich wusste in dem Augenblick, wer er ist. Und ich wusste auch, dass er weiß, wer ich bin. Und ich fiel auf mein Bett zusammen und ich wusste in einer Sekunde, ich bin ein Sünder, ich bin ein Egoist, ich bin ein Betrüger. Und es war so für mich dieses Zusammenbrechen. Und was ich für mich fantastisch gefunden habe, er hat mich nicht angeklagt, er war da. Und nach einer Weile sagte er zu mir: Piero, wenn du willst, ich vergib dir. Ich werde dich heilen und ich werde dich gebrauchen. Und ich dachte, hat er keinen Durchblick, weiß er nicht, wer ich bin. Ich bin ein Betrüger, ein Konkurs, das ganze Geld verloren, ich habe Schulden, ein schrecklicher Charakter. Und trotzdem wusste ich irgendwo, er weiß es. Und nach einer Weile sagte ich ihm: Ist okay, ich gebe dir mein Leben. Wenn du etwas machen kannst damit, dann mach es. Und dieses Abends wurde ich Kind Gottes. Diesen Abend habe ich einen Vertrag gemacht mit ihm. Und ich war in meiner Gefängniszelle drin. Und weißt du was? Es war nicht mehr schrecklich, es war schön. Es war eine furchtbare Zelle, wo der Typ, bevor mir drin war, Selbstmordversuch gehabt hat, die Zelle angezündet. Und die Eisenstäbe draußen waren noch voller Ruß. Es war ein ganz altes Gefängnis. Aber es war so schön. Es war für mich so, wow, die schönsten Räume. Auf übernatürliche Art und Weise, die Tage später, ohne dass ich etwas verlangt habe, bekam ich eine Bibel. Auf Französisch, sogar in Deutschland. Und das wurde dann mal so meine Bibellehre. Ich war da drin und habe die Bibel gelesen den ganzen Tag und habe Jesus kennengelernt. Und ich habe keine Lust mehr gehabt, auszubrechen. Ich war so glücklich mit Jesus in meiner Gefängniszelle. Einige Monate später kam ich raus, habe eine kleine Gemeinde besucht, habe viele Sachen in meinem Leben probiert, in Ordnung zu machen, hatte 2 Millionen Euro Schulden, was man nie bezahlen kann, aber es war mir unwichtig. Ich habe dann gesagt, okay, wir machen dann Offenbarungseid und wir leben dann mit dem Minimum. Aber wir haben Jesus, wir haben Glauben, wir haben Gott und wir werden schon überleben, das ist kein Problem. Ich möchte es noch kurz machen, wir haben einen Gott, der Wunder tut. Ich habe erlebt, wie in einiger kurzer Zeit Gott Wunder und Wunder verbracht hat. Ich möchte euch nur eins erzählen, ganz besonders, weil vielleicht viele Geschäftsleute da zuhören. Ich hatte 2 Millionen Schulden. Ich hatte über 1,5 Millionen Schulden allein im Finanzamt in Frankreich. Und du weißt, wenn du deine Schulden beim Finanzamt hast, plus die Zinsen, kann man nie zurückbezahlen. Und dann ruft mich der Anwalt an und sagt: Herr Fay, ich habe gerade vom Finanzamt das Schreiben bekommen, es wird Prozess, dieses Datum wird der Prozess sein, wir könnten Berufung machen. Und ich sage dem Anwalt: Herr Anwalt, es tut mir leid, aber ich habe kein Geld. Und wenn Sie Berufung machen wollen, machen Sie Berufung, aber ich kann Sie nicht bezahlen. Und für mich war das Ding geschlossen. Und er hat diese Berufung eingelegt. Und dann war dieses Datum vom Prozess und ich muss nach Straßburg gehen aufs Gericht. Und alle haben gesagt: Weißt du, wenn du 1,5 Millionen schuldig bist im Finanzamt, da hast du keine Chance. Was willst du anfangen? Aber ich bin einfach hingegangen. Mein Anwalt war da und dann ruft uns der Richter rein: Kommen Sie rein. Hat mich gerufen, Herr Fay. Und dann gesagt: Ruft doch Finanzamt, bitte kommen Sie rein. Und das Finanzamt
war noch nicht da, dann hat er nochmal gerufen. Und 10 Minuten später geht er nochmal raus in den Flur und drittes Mal ruft das Finanzamt. Und das Finanzamt war nicht da. Und dann bekommt der Richter, ich sehe es noch heute, so ein roter Kopf, war so choleriker. Und er sagt, was denken denn die Leute vom Finanzamt, dass sie zu Terminen nicht kommen? Herr Feiß, Sie sind freigesetzt, gehen Sie nach Hause. 1,5 Millionen Schulden waren weg. Dann habe ich erlebt in der nächsten Woche, wie Gott auf übernatürliche Art und Weise alle Schulden weggenommen hat. Warum? Trachtet zuerst am Reich des Herrn und Gott wird alles andere machen. Und ich verspreche euch, ich habe nie gebetet drüber. Und dann habe ich einen Arbeitsplatz bekommen im Außerdienst und meine größte Freude war einfach zur Kunde zu gehen und ihm von Jesus erzählen. Und ich konnte dann anfangen, für die Kranke zu beten, für die Ungläubigen. Ich habe Kunden gehabt, die waren Moslem. Ich habe für die Moslem gebetet. Der Moslem wurde geheilt. Und ich fing an, richtig zu sehen, wie Gott anfängt, Wunder zu tun. Und das war auch diese Zeit, wo ich diese Geschäftsleute des vollen Evangeliums kennengelernt habe. Vielleicht meine erste Begebenheit mit der Geschäftsleute. Ich war ganz, ganz frisch gläubig. Und dann hat mein Bruder von unserer Gemeinde gesagt, ich sage, Pierrot, da treffe sich Geschäftsleute des Vollen Evangeliums und die geben Zeugnis, wäre doch interessant, geht doch auch mal mit. Ich war ganz frisch gläubig, bin mitgegangen und war total imponiert, dass Geschäftsleute erzählen von Jesus in andere Leute und in einem Restaurant mit Essen. Das hat mich total begeistert. Und ich weiß noch, in Heidelberg hat dann der Chapterleiter gesagt, wir brauchen noch Mitarbeiter, wer möchte mitarbeiten? Und ich sofort meine Hand hochgemacht. Und ich dachte, ah ja, ein paar Stühle stellen und vielleicht die Technik aufbauen. Also sage ich, ich würde gern helfen. Und der Chapterleiter hat nie gefragt, von wo ich rauskomme. Der hat auch nicht gewusst, dass ich meine Hintergrund, Gefängnis und das und jenes. Und er hat mich dann gleich als Schatzmeister genannt. Und da war ich der Schatzmeister im Chapter drin. Aber ich musste keine Stühle stellen, sondern gleich am Anfang haben sie mich gerufen, für die Kranken zu beten und das und jenes. Und die Kraft Gottes kam. Und die Kraft Gottes kam. Das ist so der Anfang von meinem Dienst gewesen, so ein bisschen in Kurzfassung. Viele Leute haben mich gefragt, Piero, wie kommt das, dass du vom Gefängnis raus, keine Bibelschule, keine Ahnung, noch kurze Monate anfangen hast, Zeugnis zu geben, für die Kranken zu beten, Befreiungsdienst zu machen, Geistesgabe ausüben, Leute zum Herrn zu bringen. Ich kam vom Gefängnis raus. 2 Jahre später hat Gott zu mir gesagt, Piero, fang eine Gemeinde an. Ich habe keine Bibelschule gemacht. Ich war in keine Leitung drin. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe eine Gemeinde angefangen. Ich konnte sagen, null Ahnung. Und das erste Jahr haben wir fast 80 Taufen gehabt. Die Leute kamen von überall. Ich hatte keine Ahnung gehabt. Aber ich hatte etwas anders. Und über das möchte ich heute Morgen ein bisschen erzählen. Als ich frisch gläubig wurde, war ich auf einer Veranstaltung von der Geschäftsleitung des Vollevangeliums, also Seminar. Und da war so dieser Schulungsleiter, ein Name, der heißt Horst Weniger. Und der fing an, über den Heiligen Geist zu erzählen, über die Gabe, über die Kraftwirkung. Und ich merkte, der arbeitet in einem Bereich, wo ich mir nicht vorstellen kann, im Bereich des Übernatürlichen. Und ich schaute diesen Mann an und während er vom Heiligen Geist erzählt hatte, sah ich, wie etwas auf ihm lag. Man nennt es Salbung oder eine geistliche Aura. Und das hat mich so total fasziniert. Und ich wollte diesen Heiligen Geist kennenlernen. Und ich habe mit diesem Heiligen Geist einen Vertrag gemacht. Und da ich vielleicht vom Okkulte rauskomme, hat man vielleicht eine größere Sensibilität für geistliche Sachen. Und diesen Tag habe ich dem Heiligen Geist so einen Vertrag gemacht, Heiliger Geist. Ich konnte mich mein ganzes Leben niemand unterordnen. Ich habe immer so Probleme gehabt. Aber ich möchte jetzt, dass du mein Chef wirst. Ich möchte, dass du mein Direktor wirst. Ich möchte, dass du mein Mentor wirst. Hilf mir, ich möchte dich kennenlernen. Die Bibel sagt, wir sollen Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Nicht mit der Gabe, mit der Person vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, für die wir es nicht wissen, ist Gott, so wie Jesus Gott ist und so wie der Vater Gott ist. Der Heilige Geist ist diese dritte Persönlichkeit und er hat ein Wesen, einen Charakter. Es ist nicht eine Kraft, sondern es ist ein göttliches Wesen.
Und der Heilige Geist ist ein sensibles Wesen. Du kannst ihn verletzen. Du kannst ihn betrüben. Der Heilige Geist ist ein Wesen. Und ich habe mit ihm so angefangen, zusammenzuarbeiten. Und wisst ihr, warum der Heilige Geist so wichtig ist? Wenn Jesus Christus, der Sohn Gottes, sagt, ich muss gehen, dass er kommen kann. Denn wenn Jesus nicht geht, kann er nicht kommen. Wenn Jesus Christus seinen Platz jemand gibt, er hat nicht gesagt, Petrus oder Johannes, ihr werdet mich ersetzen. Nein, er hat gesagt, der Heilige Geist wird kommen. Und der Heilige Geist ist eine Person, eine Persönlichkeit. Und ich habe mit ihm Freundschaft geschlossen, ich habe mit ihm einen Pakt geschlossen. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, du weißt, ich bin unfähig, etwas zu machen. Ich kann nichts machen. Ich habe so viel Charakterschwäche noch. Aber etwas möchte ich, dir gehorsam sein. Und dann fing ich an, mit diesem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Wie ein Kind. Ich habe kein theologisches Wissen, ich habe auch keine menschliche Fähigkeit, um Leiter zu sein, um Prophet zu sein, um Pastor zu sein, um Prediger zu sein. Ich habe null Fähigkeiten. Ich habe auch nicht die Geduld, mich hinzusetzen und Predigt vorbereiten. Aber ich weiß, der Heilige Geist, er ist mein Freund, er ist mit mir. Ich bin mit ihm. Und er ist der, wie mich führt in eine Dimension, wo der Verstand nicht mehr mit kann gehen. Und am Anfang war es relativ schwierig, muss davon kennenlernen. Ich habe immer gedacht, und viele Leute, der Heilige Geist ist gemacht für einen Dienst. Er ist dafür, wenn du predigst, er ist da, wenn du dienst. Aber der Heilige Geist ist auch da im Praktischen, alle Tage.